Oh, ich habe so Magenkrämpfe, Leute. Ich könnte alles essen. Ich habe so Hunger. Jetzt bin ich hier gerade bei dieser Adresse bei meinem Nachbarn und ich hoffe, der lässt mich rein. Ich habe nämlich so Hunger. Wie war denn nochmal der Code jetzt bei seinem Eingang? Hat er mir das mal gesagt, aber ich muss hier irgendwie... 5, 6... Oh, jetzt esse ich hier schon die Zahlen, Leute. 8, 0... Oh mein Gott, jetzt habe ich hier sogar schon den Zaun gegessen. Aber ist egal, ich kann hier rein, Leute. Ich kann nämlich wirklich alles essen. Ich habe so mega Hunger, Alter. Ich habe irgendwie auch Hunger hier auf die Bäume. Okay, 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 okay. Alter, ich kann hier wirklich alles aufessen. Ich esse hier mal ganz kurz seine ganzen Bäume weg. Boah. Und ich fühle mich noch nicht ansatzweise satt. Ich habe echt keinen Plan genau, was das sein kann, Leute. Hier der Big Ben in seinem Garten. Boah. Auch den habe ich aufgegessen. Alter, ich lasse mir hier heute, Leute, heute alles schmecken. Okay, was haben wir hier noch? Hier nochmal kurz die Raupe. Boah, und Raupe aufgefuttert. Alter, Leute, ich weiß so, was isst man eigentlich nicht. Aber vielleicht hat er ja irgendwas in seinem Haus. Jetzt ist hier auch noch versperrt oder was? Hallo, hast du hier vielleicht irgendwas zu essen hier im Regal? Boah, ich bin so gierig. Ich kann hier gefühlt alles essen. Ich kann gefühlt das ganze Haus essen, Leute. Ich esse jetzt gefühlt sein ganzes Haus auf und alle Autos, die er hat. Oh mein Gott, ich habe sogar den Boden aufgegessen. Oh mein Gott, komm, ich esse noch mehr. Ich esse noch mehr auf. Hier, zack, 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 hier den Boden, hier den Zaun, kein Problem. Alter, guck dir das mal an hier. Jetzt mache ich hier mal ganz kurz aus seinem Grundstück irgendwas anderes. Keine Ahnung, hier nochmal das, das. Er hat noch sogar eine Yacht. Boah, ich habe mies Hunger auf eine Yacht. Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie doll ich Hunger auf so eine Yacht habe. Lasst ein Like da, wenn ich jetzt diese Yacht hier essen soll, okay? Komm, bitte like mal. Und 3, 2, 1, like. Und essen, Alter. Und hier den Anleger, zack, alles aufgefuttert. Alter, wie krass ist das bitte? Hier nochmal den Zaun, hier nochmal das, hier nochmal das. Alter, ich habe ein bisschen Angst. Das ist ja wirklich wie bei dieser SpongeBob-Folge, wo diese Fadenwürmer kommen und SpongeBob sein Haus verliert. Und ich kann hier auch wirklich alles aufessen. Alter, was war das für ein krasses Bild hier? Guck mal da oben. Zack, ich knabber hier selbst die Sofas alle weg. Alter, Leute. Jetzt aber auch ganz, ganz schnell weg hier. Oh Gott, nicht ins Wasserfall wieder. So, da ist er mit dem Panzer, mein Nachbar. Ich glaub's nicht. Alter, jetzt kommt er hier und greift mich auf einmal an. Auf ihn, los! Angriff, Leute! Oh mein Gott, Leute, da vorne kommt die Polizei. Oh mein Gott, und ich ergebe mich auch. Ich habe halt nur so mies Hunger. Oh Gott, Leute, die schießen einfach hier ganz, ganz wild auf mich. Okay, das Grundstück da vorne ist auch nicht mehr viel da. Ich habe sogar Hunger auf so einen Polizeiofficer. Alter, ich esse jetzt hier einmal meinen auf. Oh mein Gott, Alter, die schießen sich hier selber ab. Okay, okay, ich habe ihm die Waffe weggegessen und gegessen. Und jetzt hier, zack, Waffe wegessen. Und ja, jetzt können sie nichts mehr machen. Das war's mit ihnen, ne? Alter, ich ergebe mich doch, Alter. Auf einmal kommt hier einfach... Oh mein Gott, die Beine sind noch am Leben, oder was? Wow! Alter, die Beine wurden abgeschossen. Ich mach doch gar nichts. Ich ergebe mich freiwillig. Du, mein Junge, gehst eine lange Zeit ins Gefängnis. Kaspar, das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du das warst. Es tut mir doch leid. Kann ich irgendwas tun, damit ich nicht ins Gefängnis komme oder so? Die Leute sollten jetzt sofort ein Video liken, dann überlege ich es mir. Ey, Leute, wenn ihr es jetzt wirklich noch nicht gemacht habt, dann like bitte das Video. Und ja, okay, die Leute haben es jetzt gemacht und ganz viele haben es auch früher schon geliked. Also jetzt komme ich nicht ins Gefängnis, oder was? Veräppelt, du gehst in den Bau. Ich muss wirklich ins Gefängnis, aber wie lange denn? Das überlege ich mir noch. Wahrscheinlich 10, 20 Jahre. 10, 20 Jahre? Okay, komm, nimm mich mit. Leute, ich bin einfach jetzt im Gefängnis. Ich glaub's nicht, ey. Und meine Insassen, die prügeln sich ja einfach schon. Und ich mach mal... Oh, danke! Ja, Mann, Alter. Das war doch mal gar nicht schlecht. Na, Leute, wieso sitzt ihr? Hä? Erzählt mal. Nun quetsch mich mal nicht von der Seite an, du Depp. Red mal mit anderen. Okay, entspannt euch, Alter Jungs. Die Basketballtypen hier, mit denen so wenig zu spaßen. Hi, wer bist du? Wie heißt du? Hi, ich heiße James, aber ich will auch nicht mit dir reden. Du bist eklig. Alter, was ist denn los mit euch? Sag mal, wie sollt ihr nicht mit mir reden? Ey, vielleicht der hier. Nee, der sieht schon so unfreundlich aus. Hi, wer bist denn du? Sag mal, hey, will jetzt mal einer von euch mit mir reden? Du doch bestimmt, oder? Jo, was geht ab, Mann? Alles klar bei dir? Ja, wieso sitzt du? Was geht? Was geht ab? Ja, ich sitze eigentlich, weil ich eigentlich nur Hunger hatte. Also ohne Sinn. Aber kannst du dir erklären, wieso ich dafür in den Bau gehen musste? Ich weiß es doch auch nicht. Hey Mann, ich sitze, weil ich eine Büroklammer geklaut habe. Also eigentlich auch wegen Quatsch. Aber hast du schon von den Zombies gehört? Zombies? Du meinst diese aus den Filmen, wenn man irgendwie nicht mehr richtig Mensch ist und Hunger auf Menschen hat? Das gibt's doch gar nicht, sowas. Gibt's gar nicht in echt. Oh doch, das gibt es. Und zwar hier ganz nah im Gefängnis. Hier im Gefängnis? Okay, und wo sollen diese Zombies hier sein? Also, ich sehe hier keinen Zombie. Ich fühle mich hier nicht in Gefahr. Man merkt, dass du ein Anfänger und ein Neuling bist. Geh mal lieber in Zellenblock A, da wirst du finden, was ich meine. Zellenblock A? Okay, alles klar, Leute, der meinte, es gibt hier anscheinend Zombies, aber hier komme ich nicht raus, aber wahrscheinlich ist die Pause auch gleich vorbei. Wir warten mal ganz kurz auf den Gong, der müsste jetzt jede Sekunde kommen. Alles klar, okay, das war er und rein geht's hier. Oh mein Gott, Leute, ich konnte mich gerade irgendwie wegschleichen von den anderen Leuten. Die sind alle gerade hier einfach Richtung Zellenblock C gegangen, da oben steht auch C-Block. Ey, und wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Oh nein, erstes Hindernis. Vielleicht funktioniert das.
Alter, ich habe gerade den Knopf gegessen und das hat auch sehr gut funktioniert. Und das, hier geht's anscheinend lang zu Zellenblock A. Erstmal Taschenlampe raus. Hier steht schon Door Room A. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, was ich jetzt hier finden werde. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Zombies gibt. Geht hier so ein Telefon? Vielleicht geht hier was ran? Hallo? Nee, okay, die scheinen nicht zu funktionieren. Aber wie kriege ich das jetzt hier am besten auf? Also ich kann mir nur vorstellen, die Tür hier einfach aufzuessen. So, oh mein Gott, und da sind ja wirklich direkt Zombies, die hier auf mich zukommen, Leute. Alter, ich habe die auch irgendwie freigelassen, glaube ich gerade. Alter, oh mein Gott, die kommen jetzt hier wirklich runter, oder was? Oh mein Gott, einfach Zombies im Gefängnis, ich glaub's nicht. Da kommen die Leute, guckt euch die mal an, wie die aussehen. Alter, oh mein Gott, wie viele sind denn das auch? Das sind ja übelst viele. Oh Gott, hier sind die Duschen. Glaubt ihr, ich bin in den Duschen sicher? Ich denke eigentlich safe. Und die haben mich auch jetzt safe nicht hier. Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr Zombies. Oh mein Gott, hier sind ja überall Zombies. Vorbeilaufen schnell. Alter, auf einmal sind hier überall Zombies. Und da wurden auch schon Wärter aufgegessen. Auf einmal sind hier Zombies im ganzen Gefängnis, sag mal. Hier schnell raus, hier schnell raus. So, jetzt hier raus. Geht nicht. Versperrt. Oh Gott, Leute, da kommen einfach die Zombies. Ich glaub's nicht. Wo kommen die auf einmal her? Sag mal, wie sind hier Zombies im Gefängnis? Und da kommen die anderen von oben. Wo lang? Hier am besten. Ja, hier Zellenblock C. Hallo. Oh mein Gott, ich höre die, dass die kommen. Knopf drücken. So, okay, hier, Knopf kann ich auch... Nein, so, okay, sehr gut. Alter, Leute, einfach Zombies. Jetzt müssen wir... Komm, alle Insassen raus hier, kommt doch her, ihr blöden Zombies. Ich bekriege euch. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass der eine einfach recht hat. Der hat wirklich einfach recht gehabt, dass hier Zombies im Gefängnis sind. Aber was soll ich denn jetzt dagegen tun? Jo, was geht, wie heißt du? Jo, ich heiße James, aber was willst denn du? Was bist denn so aufgedreht? Du bist ja richtig hippelig. Hast du ADHS? Ich habe kein ADHS, aber hier sind Zombies im Gefängnis. Da kommt doch schon einer. Oh mein Gott, der sprintet hier rein. Zombies, wow, sowas gibt's doch gar nicht eigentlich, dachte ich. Doch, die gibt es. Und zwar hier im Gefängnis. Was können wir jetzt gegen die tun? Hast du vielleicht eine Waffe oder sowas? Ja, habe ich. Komm mal mit. Guck mal da vorne in den Stoffeimer. In den Stoffeimer? Max, meinst du diesen hier oder diesen hier? Okay, hier sind so Closing, also Klamotten drin. Hier sieht es wirklich so aus, als wären da nur Klamotten drin. Aber vielleicht sind ja Waffen hier drin oder so. Hier zwischen den T-Shirts? Ey, ich durchsuche ja, James. Hilf doch mal bitte mit. Da wurde schon einer gefuttert. Da wurde schon einer aufgefuttert, Leute. Ich durchsuche hier gerade schon die ganzen T-Shirts. Also irgendwie ein Hammer oder sowas finde ich hier nicht. Was hast denn du versteckt? Und da wurde noch einer aufgefuttert, Leute. Was ist denn hier passiert, sag mal? Guck gründlich an dem anderen Ding, du Idiot. Okay, dann gucke ich hier drin. Oh, wow, hier war ein Hammer drin. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Sprühdose. Alter, guck mal, ich kann hier raufschreiben. Abo, Leute, weil ihr den Kanal hier abonnieren sollt. So, Abo da lassen. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ein Feuerlöscher. Oder was ist das? Ein Wasser, also ein Feuerlöscher. Ja, Mann. Und zack, rein damit. Okay, das bringt jetzt nicht so richtig viel. Was haben wir noch? Ein Laubgebläse. Alter. Oh, hör auf damit zu spielen, Mann. Hoppla, tut mir leid. Alles klar. Oh mein Gott, Leute, Alter. Jetzt habe ich hier so ein Laubgebläse. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir brauchen ja irgendwas. Ja, Mann, hier so ein Flammenwerfer, damit ich die Zombies halt auch anzünden kann. Oh mein Gott, brennt das jetzt hier? Nee, brennt nicht. Zombie Nummer 1, komm mal bloß hierher. Und, oh mein Gott, Alter, Leute, was passiert mit dem, der brennt? Und nochmal, boom, 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 Alter, in 1000 Teile aufgeteilt. Einfach, wie krass ist das denn bitte? Und jetzt brennt es hier einfach. Oh Gott, kommen hier noch mehr Zombies? Hey, wer bist du? Lauf lieber in Sicherheit, holen lieber mal einen Wärter. Wo sind überhaupt die ganzen Wärter? Sind die abgehauen? Oder glaubt ihr, die Wärter sind die Zombies? Hier ist noch einer. Da. Und jetzt hier rauf mit Feuer. Bam, 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 bam. Und auch diesen Lego-Zombie. Bam. Haben wir zerstört. Sehr, sehr wichtig. Komm, du kannst direkt mal mithelfen, Kollege. Für mich ist das nichts. Hauptsache abhauen. Also der macht sich doch in die Hosen. Okay, komm, wir gehen hoch, Leute. Oh mein Gott, hier direkt noch einer. Oh, den haben wir auch aufgehalten. Sehr, sehr wichtig. Wo sind noch mehr Zombies? Hier oben. Hier ist noch einer. Zack, und auch du, Alter, das ist ganz schön effizient, muss ich sagen. Guck mal, untergraben die sich, so sind die anscheinend ausgebrochen und nach unten in die Dusche gekommen. Die haben sich hier durch den Boden gegraben. Oh mein Gott, guck mal hier. Vielleicht kann ich, so, zack, einmal den hier mit euch, Alter, da bleibt von euch nicht mehr viel übrig. Wie sieht denn der aus? Der sieht so neonmäßig aus, als würde der irgendwie, keine Ahnung, als würde es dem gar nicht mehr gut gehen, glaube ich. Ey, das könnte echt sein, dass das die Wärter sind. Leute, ich glaube... Alter, guck mal, da ist ein Loch rein, da unten, ne? Oh mein Gott, alles voll. Kann ich von hier die treffen, da unten? Nee, da brauche ich irgendwas für Range. Okay, warte mal. Aber damit das nicht nochmal passiert, mache ich erstmal hier das Loch zu. Ich glaube aber, dass diese Verwirrung, die jetzt gerade hier herrscht im Gefängnis, könnte ich nutzen, damit ich abhauen kann. Das könnte mein Weg hier raus sein. So, und nochmal das Brett. So, das Loch haben wir zugemacht. Hier ist noch ein Loch. Okay, Alter. Da unten einfach alles voller Zombies, ne? Hier auch nochmal dieses Loch hier zumachen. So, okay, dann passiert da auch hoffentlich nichts mehr. Oh mein Gott, Leute. Wie krass, wir gehen runter. Wir müssen jetzt nämlich noch die ganzen Zombies unten in der Dusche holen. Oder, oh mein Gott, oder wir locken die raus, dass die Wärter überfordert sind. Warte,
Alter, der Typ, der läuft hier rum. Wir locken die raus, dass die Wärter überfordert sind. Hallo! Und dann kann ich ja mit denen abhauen, oder nicht? Oh mein Gott, die sind bei mir her. Ja, ist schon mal sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt mit, kommt mit. Da kommt noch einer. Kommt alle her, kommt alle her, kommt alle her. Hier bin ich. Ich bin Frischfleisch. Hallo, hallo, holt mich. Hier bin ich. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, da ist noch einer. Leute, oh mein Gott, was geht hier ab? Kommt, put, 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 put. Wie Hunde müssen wir die rufen. Kommt, put, 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 put. Hier geht's nach draußen. So, die Tür können wir ja aufessen. Kommt, 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 kommt. Oh mein Gott, und jetzt hier. Oh mein Gott, jetzt greifen die gleich die Insassen an, Alter. Okay, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur... Hä? Oh mein Gott, der hat die Sonne gerade berührt. Auf einmal kriegt der Schaden. Auf einmal hat der kein... Oh mein Gott, der kriegt Schaden, wenn er hier über den Rasen läuft. Oh mein Gott, Leute, was passiert mit dem? Der kriegt Schaden, wenn er über den Rasen läuft. Oh mein Gott, der kriegt Schaden. Ey, jetzt gleich ist der einfach tot, oder was? Anscheinend. Der geht absolut drauf. Hier, ich sprühe dich nochmal an. Nimm das. Feuerlöscher. Vielleicht hilft dir das ja irgendwas. Laubgebläse. So, und du, Kollege, du... Oh mein Gott, was? Und der ist jetzt einfach grün geworden. Okay, das war anscheinend so eine mutierte Version. So, komm mal raus hier, hä? Kannst du auch einfach easy über den Grasen laufen? Wir gucken mal, Leute. Oder kriegt der auch Schaden? Oh, der hat schon Probleme. Der kommt da nicht richtig rüber, ne? Ne, du wirst hier auch einmal ganz kurz angezündet. So, Alarm, alles klar, da geht die wahrscheinlich auch gleich los. Wo sind die nächsten Zombies? Hier, jetzt kommt, jetzt hol mich doch. Hol mich doch, komm, traut euch. Der hat sogar so ein Brett in der Hand. Der hat sogar das Brett, was ich da gerade hingesetzt habe, in der Hand. Komm doch, trau dich doch raus, trau dich doch raus. Alter, da kommen sogar die anderen jetzt. Oh mein Gott, die haben echt Probleme, da über den Rasen zu laufen, ne? Aber der kann's, der schafft es irgendwie. Alter, der kriegt aber auch Schaden. Okay, ich würde sagen, ich esse jetzt hier den Zaun weg. Das ist nämlich genug Verwirrung, um hier abzuhauen, Leute. Aber zuerst, ich kann die Zombies nicht einfach so hier zurücklassen im Gefängnis. Zuerst muss ich die anderen Zombies hier auch nochmal holen. So, und zwar hier mit der Shotgun. Bam! Oh mein Gott, die platzen ja komplett. Bam! Und das war's auch mit dem. Was haben wir noch? Und bumm! Und das war's auch mit dem. Zack. Und alle Lego-Zombies mussten dran glauben, ne? Alter, hier ist noch einer am Duschen. Ich glaub's nicht, Kollege Schnürschuh. Der ist anscheinend noch nicht 100% entwickelt. Guck mal, ich kann hier stehen und der ist nicht hinter mir her. Der will gar nichts machen. Guck mal. Hallo, Mr. Zombie. Guck mal, der ist nicht hinter mir her. Als wäre der irgendwie... Als würde der sich... Der sieht auch noch menschlich aus. Als würde der sich gerade irgendwie jetzt gerade live verwandeln oder sowas. Ich würde sagen, du, Kollege, bevor du noch ein Zombie wirst und alle Insassen da ist, und wir eine riesige Zombie-Epidemie haben hier irgendwo auf der Welt, würde ich sagen, musst du dran glauben. Und wir nutzen die Chance, um hier abzuhauen und können somit aus dem Gefängnis raus, Leute. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt schnell wieder eingesperrt werde. Ich glaube aber nicht. Ich bin doch ein ordentlicher Bürger, Leute. Deswegen alles safe. Hier den Zaun auch nochmal essen. Alles Gute, Gefängnis. Ich hoffe, wir sehen uns eine ganz, ganz lange Zeit jetzt nicht mehr. Abo da lassen, Leute. Oh mein Gott, Alter. Hier ist einfach in der Nachbarschaft so ein Haus und damit kann ich einfach Sachen rein. Spürt. Guck mal, ich mache hier einfach ein Smiley für euch. Leute, wie cool ist das denn? Alter, und keiner bekommt das mit. Ne? Einfach gar hier heimlich was rangesprüht. Kasper, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht bei den Nachbarn was ans Haus sprühen? Das geht so nicht weiter mit dir. Hast du das verstanden? Oma, ja, es tut mir leid. Ich, ja, Mann, Alter, Leute, jetzt hat die mich einfach schon wieder erwischt dabei. Was kann ich machen? Ich mache auch den Abwasch heute. Abwasch bringt bei dir nichts mehr. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich setze dich auf die Straße und schmeiß dich raus. Die Polizei habe ich auch gerufen. Wie, du hast die Polizei gerufen? Oma, du bist bei Omi, sag mal, Mann, ich hab halt was Blödes getan. Dann habe ich da halt was rangesprüht. Sorry. Ach, Leute, jetzt hat sie die Polizei gerufen. Aber ich gehe lieber erstmal rein, bevor die jetzt kommen. Alter, ich muss mir meine 7 Sachen packen. Alter, was läuft denn hier im Fernsehen? Sag mal, Netflix. Oma hat anscheinend Netflix angeschlossen und geguckt hier. Ey, mein Zimmer ist auch schon wieder gar nicht aufgeräumt. Sag mal, na ganz toll. Hier die T-Shirts erstmal wegräumen. Ey, Leute, jetzt werde ich einfach auf die Straße gesetzt. Die haben das Recht zu schweigen. Sie werden nun ein Haftrichter vorgeführt. Die Häuser zu beschmieren, dafür gibt's mindestens 10 Jahre. Ich bin einfach im Gefängnis, Leute, und mein Anwalt wartet hier schon auf mich. Andy, du musst mich rausholen. Ich weiß, mit der Sprühflasche war vielleicht falsch, aber was soll ich auch machen? Das hat so viel Spaß gemacht. Kasper, also ab und zu frage ich mich, ob du wirklich komplett bescheuert bist. Ehrlich gesagt können wir da nicht viel machen. Ich brauche meine Zeit, um dich hier rauszuholen. Ey, mach bitte schnell, Alter. Ich halte das Gefühl nicht aus, Alter. Hast du meiner Freundin schon Bescheid gesagt? Das geht doch so nicht weiter. Ich habe auch Angst von den anderen irgendwie. Hast du vielleicht Kontakte hier im Gefängnis drin? Man sieht aus wie jemand, der hier überall Kontakt hat, du Flachpfeife. Wenn die Leute jetzt ein Like auf dem Video da lassen, dann kann ich vielleicht was machen. Ey, Leute, bitte liked jetzt mal und abonniert auf den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Alter, dann kriege ich irgendwelche Kontakte und dann kann ich bestimmt irgendwelche Pläne schmieden. Kollege, aber nur, wenn die wirklich liken. Von mir aus, ich rede mit welchen. Okay, vielen Dank. Und könntest du meiner Freundin sagen, dass ich jetzt hier im Knast sitze? Ich würde auch gerne nochmal mit der reden. Die wartet schon draußen auf dich. Okay, danke. Alles klar, Leute. Alter, jetzt kann ich mir was anhören. Ich war kurz auf Klo. Jetzt mal gucken, ob sie das... Oh, Cassandra, was geht? Alles gut bei dir? Ich weiß, das ist ungewohnt, mich so zu sehen. Es tut mir auch leid. Kasper,
Was hast du denn nur dabei gedacht? Ich glaube manchmal, ich bin mit einem Idioten zusammen. Ja, ich weiß, das war blöd, sag mal. Es tut mir auch leid, ey. Bitte, bitte kannst du mir verzeihen, nur noch einmal. Auf deine Entschuldigung lege ich keinen Wert mehr. Du quatschst immer nur noch blödes Zeug. Ich mach Schluss mit dir, du Loser. Cassandra, mach doch jetzt nicht den mit mir. Ich sitze doch gerade im Gefängnis. Ich hoffe, du kommst hier auch lang nicht mehr raus. Du solltest die Mama Nieren wachsen lassen, du Baby. Alter, wie kann man nur so unkorrekt sein? Ich sitze hier gerade im Gefängnis und auf einmal macht sie den. Okay, Cassandra, dann geh doch. Okay, Sprechstunde vorbei. Ich gehe, alles klar. Ich gehe in meine Zelle, Leute. Ich bin jetzt einfach ein Single im Gefängnis. Aber nicht schlimm, vielleicht kann mein Anwalt ja hier irgendwas dreizeln. Boah, ist hardcore ungewohnt, Leute. Yo, 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 was geht ab, Alter? Oh mein Gott, der hat hier anscheinend das Sagen da oben. Ey, Mann, du Loser, ich spuck auf dich. Alter, ey, entspann dich, sag mal. Ich bin hier gerade mal drin. Ich will mich mit euch anfreunden, Alter. Leute, ey, ich kann nicht glauben, Alter. Jetzt sitzen wir einfach und ich bin hier gefühlt der Außenseiter. Yo, was geht ab, Bro? Wieso sitzt du? Alter, Kollege, quatschst du mich hier gerade wirklich von der Seite an? Ich red nicht mit so Idioten wie dir. Ey, was ist denn mit den allen? Ey, Leute, ich kann hier echt keine Freunde finden, sag mal. Ich muss echt wirklich sagen, ich bin hier echt schon ziemlicher Außenseiter. Yo, was geht bei euch denn? Habt ihr da gerade irgendwie Händchen gehalten oder was? Ey, Alter, was für Händchen halten? Komm mal her, wenn du was kaufen willst. Oh, okay. Was will ich denn kaufen? Ich hab jetzt gar kein Geld dabei. Alter, was seid ihr denn für Leute hier, sag mal? Hier oben bin ich, Alter. Nicht der da unten. Komm mal hoch, komm mal her. Ich will dir was zeigen. Alles klar. Guten Tag. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Mach die Flumse aus und zwar ganz schnell. Okay, okay, okay. Tut mir leid, tut mir leid. Alter! Oh Gott, Leute! Hier war schon Schlägerei anscheinend im Knast. Oh Gott, mit wem kann ich mich denn hier zusammentun? Du kennst dich hier anscheinend aus. Mit wem kann ich reden? Am besten, du redest mal mit Eddie. Yo, yo, yo. Wer von euch ist hier Eddie, hä? Oh Gott, du bist Eddie? Ja, bin ich. Was los, Alter? Ey, pass auf, Alter. Ich weiß nicht, ob mein Anwalt schon mit dir geredet hat, aber ich brauche Kontakte. Ich brauche hier irgendwelche Sachen, damit ich mich hier wehren kann, falls ich angegriffen werde im Gefängnis. Ja, Alter, da bin ich genau dein Mann. Ist der Anwalt von dir so ein Rothaariger, der aussieht wie Schreck? Na, ob der so aussieht wie Schreck, weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall rote Haare, ja? Der sieht doch so aus wie Ed Sheeran, dieser Hafensänger. Ob der ein Hafensänger ist, weiß ich nicht, aber ja, ja, okay, der ist das, ja, der ist das. Was kannst du mich für mich besorgen? Siehst du hinter mir diese Wäschekanne? Genau die da. Greif da mal rein, ich hab da ein paar Sachen für dich eingeordnet. Aber lass sie nicht erwischen, du Kackwurst. Okay, Alter, beleidige nicht direkt, Alter. Was soll das denn? Okay, der hat ja anscheinend irgendwas reingepackt. Da sind auch so Sachen drin. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. War das schon? Oh mein Gott. Leute, der hat hier einfach so richtig krasse Sachen reingepackt. Was hab ich noch alles? Oh mein Gott, guck mal, was der alles reingepackt hat. Alter, hier so ein Getränk. Okay, okay, was hab ich noch, was hab ich noch? Was ist das hier? Ey, vielen, vielen Dank. Ich hab gesagt, nicht so offensichtlich zeigen, Alter. Muss ich das Thema sagen, oder was, du Idiot? Oh, okay, 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 okay. So, alles gut, ich hab versteckt. Alter, Leute, ich hab nichts. Lalalala. Ey, guck mal, was der hier einfach hat, Leute. Wir müssen erstmal alles in Ruhe angucken irgendwo. Geh mal hier ganz kurz nach oben. So, hier in der Ecke. Hier kann es doch bestimmt keiner sehen. Alter, wir haben irgendwelche krassen Tools bekommen. Und da, die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen austesten. Was ist das hier? Wow! Wow! Oh Gott, ich hab mir Feinde gemacht. Ey, die gucken mich schon so alle an. Ich war das nicht. Ich glaube, ich habe mir Feinde gemacht, Leute. Alter, ich wusste nicht, dass diese Laserkanone direkt so krass ist. Was habe ich hier noch bekommen? Ich habe hier noch irgendwie sowas bekommen. Was ist das? Was ist das? Wow, wie Spider-Man-Arm. Alter, ich kann damit einfach so rumschleudern. Ey, der Johnny gekillt. Auf die Leute. Alter, entspannt euch. Wow, oh mein Gott. Ich mache euch mal ganz kurz halblang. Alter. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier gerade? Was habe ich hier für eine krasse Kanone bekommen? Einfach so eine Laserkanone oder sowas. Okay, was habe ich noch? Was gibt's hier noch? Was ist das? Oh mein Gott! Hä, was ist das für eine krasse Kanone? Guck mal, die macht einfach so ein Kreuz an auf dem Boden. Alter, was ist das, Leute? Was habe ich hier für krasse Sachen bekommen? Und jetzt brennt es hier einfach im Gefängnis. Oh mein Gott, das war blöd. Das war blöd. Ich habe hier einfach so einen Lasercutter und der schneidet sich hier überall durch. Was habe ich getan? Ich muss hier so flüchten gerade, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg da, Alter. Das ging gar nicht klar. Ich habe alles... Oh mein Gott, wer bist denn du? Geh weiter, schnell. Wieso das? Okay, okay, ich geh weiter. Alter, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier irgendwie jetzt rauskommen. Ich kann es nicht glauben, dass ich aus Versehen mal ganz kurz die anderen da angegriffen habe. Wer bist du denn, sag mal? Komm, ich lass dich raus hier. Gar kein Problem. Alter, der ist ja voll am... Oh mein Gott, der will mich boxen oder so. Kommt gar nicht in Frage, Kollege. Bam, 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 bam. Das war's mit dir. Und ich habe hier natürlich auch noch mehr Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel diese Raketen Jetpack starten und... Wow! Okay, okay, okay. Du willst nicht so fliegen? Dann kannst du mal eine Runde fliegen, wenn du willst. Oh Gott. Oh mein Gott, den geht's gar nicht mehr gut, glaube ich. Leute, was ist mit dem denn los? Oder der hier oben, guck mal. Ihr sollt abhauen vom Gitter. So, und jetzt... Oh mein Gott, wo fliegt der hin?
Oh Gott, okay. Wir haben noch mehr, Leute. Also, pass auf, wir haben noch diese Kanone. Die habe ich eben schon einmal ausgetestet. So, damit können wir das hier machen. Dann haben wir hier diese Laserkanone. Was haben wir noch? Was ist das? Oh mein Gott, hier der Lasercutter. Hier, den hier. Damit können wir so ganz, ganz krass hier. Guck mal, die Telefone hier, diese Leine. Okay, damit können wir so die Telefone kaputt machen. Was haben wir noch? Da oben ist noch einer. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal hier das ganze Gefängnis auseinanderzunehmen, wenn wir hier sowieso schon dabei sind. Oh. Ja, ich würde sagen, das funktioniert gut. Das ist einfach mal sowas, damit du Sachen einfach aus Gold machen kannst. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben wir einfach auch einen Airstrike, den wir rufen können. Das heißt, wenn ich hier klicke, dann kommt von oben ein Laser hier herunter. Oh mein Gott, Alter, wie das hier kaputt geht. Und nochmal, da oben auf das Gebäude. Alter, ich kann gefühlt das komplette Gefängnis einfach auseinandernehmen mit diesem Airstrike-Laser. Und jetzt hier, zack, ihr wollt alle frei sein. Hier, komm, dann machen wir mal halt ein bisschen Schaden. Dann mache ich hier das Gefängnis halt mal kaputt von mir aus. Hier oben auch nochmal kein Problem. Boom, 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 boom. Alter, wie alles runterbricht, Leute. Ey, komm, jeder ist frei. Hier die Tür ist im Weg. Kein Problem. Zack. Au, au, nicht drüber fallen auf mich drauf. Zack, bin ich draußen im Garten. Gar nichts los. Türme da oben. Bam. Oh mein Gott, selbst der Zaun, Leute. Wie krass kann ich hier die Sachen einfach kaputt machen. Zack, und ich bin draußen. Also wenn das mal nicht der leichteste Gefängnisausbruch der Welt ist, hier der Zaun. Einmal, bam, komplett weggehauen. Hier, Alter, guckt ihr, wie viel davon noch über ist. Nämlich einfach gar nichts. Jetzt haben die einfach mitbekommen, dass ich hier das Gefängnis kaputt mache. Ich benutze mal meine Spider-Man-Hand. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert, wie gedacht. Und es funktioniert so, wie gedacht. Und noch einmal. Und schwingen. Oh mein Gott, Leute. Und schnell die Waffe raus, die Waffe raus. Und boom, boom, den Turm. Na, oh mein Gott. Ich habe den Boden berührt mit Gold. Alter, wie viele Polizisten. Der ganze Boden ist jetzt einfach Gold. Laser, Laser, Laser. Zack, das war's mit dem. Zack, das war's mit dem. Und da oben so einer drauf. Zack, das war's auch mit dem, Bruder. So. Und der Turm fällt runter. Und da ist der Polizist. Oh Gott, er fällt. Oh nein, der Turm fällt auf ihn rauf. Oh mein Gott, er wird einfach erwischt vom Turm. Und kriegt hier nochmal die doppelte Dosis mit dem Laserstrahl. Und das war's mit denen. Jetzt muss ich mir eigentlich nur ein Polizeiauto nehmen und abhauen. Rein hier und weg hier, Leute. So schnell es geht. Gott sei Dank, Leute. Ich habe sie alle abgehangen. Guck mal, da ist nichts mehr um mich herum. Und hier ist einfach eine Ranch. Und ich habe eine Idee, wenn ich diesen LKW so sehe, dann würde ich einfach echt richtig, richtig gerne mal einfach so hier durchs Haus durchfahren. Oh Gott, was passiert? Und auch die Schaukel, die muss leider dran glauben, auch wenn ich hier gefühlt nur ein FPS habe. Sag mal, was soll das denn? Aber immerhin ist jetzt hier mal ein kleines Loch entstanden. Also so richtig Ranch-Feeling kommt hier auf jeden Fall nicht auf. Ich sehe auch gerade hier voll die krassen Sportwagen. Alter, guck mal, hier voll die krassen Pool mit so Enten drauf. Und ich fahre mit dem Auto auch einfach mal durch den Pool, durch gar nichts los, Leute. Hä? Wann hat's denn hier geschneit? Sag mal, die Sonne scheint doch sogar. Ey, und das Haus von meiner Oma sieht ganz anders aus als vorhin, Leute. Ich bin irgendwie falsch abgebogen, habe ich das Gefühl. Sag mal, wie sieht das Haus denn hier aus? Das ist doch nicht das Haus von meiner Oma. Sag mal, guck mal, wie das aussieht. Okay, aber das bringt mich auf eine Idee. Ich meine, meine Oma hat mich bei der Polizei verpfiffen. Deswegen würde ich sagen, hier, Leute, abonnieren und... Hä? Liken, wichtig. Und ich frage mich gerade, wieso sieht die Farbe so komisch aus? Alter, die Farbe sieht ganz veraltet und eklig vergammelt aus. Was ist denn das für ein Haus, sag mal? Das ist aber nicht das Haus von Omi. Oma, ich bin zu Hause. Du kannst dich warm anziehen, Oma, Alter. Du verpfeifst mich hier nicht nochmal. Ich will hier in Ruhe bei der Nachbarschaft ein bisschen Sachen ansprayen und du lässt mich schön in Ruhe. Ich höre was. Ich höre hier draußen was. Da ist jemand an der Tür. Hallo, Oma? Oder bin ich hier eben durch? Omi? Bist du hier irgendwo? Was ist denn das, Leute? Was ist das denn, Alter? Irgend so ein Vieh? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, ich hab was. Was habe ich denn noch nicht benutzt? Hier, oh mein Gott, ein Laserschwert. Ja, kommt doch. Kommt doch, was wollt ihr? Hä? Wollt ihr Stress oder was? Es gibt Stress. Kein Problem, ich mache einmal den hier mit dir. Das kann man vielleicht überlebt, das. Und Hauptsache, so ein Baum kann ich komplett zerschreddern mit dem Laserschwert. Kollege, du willst wirklich Stress bei denen hier? Oh mein Gott, was sind das für Dinger, Leute? Wieso überleben die das? Wie machen die das? Boah, Junge, ich kann ja voll fliegen damit. Oh mein Gott, ja, was macht ihr jetzt, hä? Was macht ihr jetzt? Alter, Leute. Oh mein Gott, hier oben das Haus, zack, da mache ich mal ganz kurz den hier und jetzt brennt einfach schon direkt die ganze Bude. Was habe ich getan? Die ganze Bude brennt, da ist auch nicht schlimm, wenn ich dann mal ganz kurz hier einmal rübergehe und ein bisschen mehr davon noch anzünde. Alter, Oma, das hast du jetzt davon, sag mal. Das hast du jetzt davon, ich zerstöre hier einfach mal dein ganzes Haus. Alter, guckt euch an, wie krass das einfach am Brennen ist, Leute. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, muss ich sagen. Und hier nochmal so ein bisschen... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oma? Bitte!
Oma, Leute, und meine Oma ist hier einfach drinnen noch. Ich glaub's nicht, Oma, ich rette dich. Oh Gott, wo ist sie? Wo ist sie, Leute? Oh, ich muss mir irgendwie irgendwas vor den Mund halten, Alter. Der ganze Feuer hier. Oma, ist sie im Keller? Ist sie im Keller irgendwo? Omi, wo bist du? Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, sie hat es rausgeschafft. Leute, einfach das ganze Haus hier am Brennen. Alter, meine Oma, sie hat einfach gerade noch um Hilfe geholt. Ich will natürlich nicht, dass sie hier irgendwas zustößt oder so. Omi, bist du hier irgendwo? Leute, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich habe meine Oma auf dem Gewissen, aber ich hoffe mal nicht. Alter, das ist gar nicht so witzig. Wo ist sie denn? Omi! Ich suche hier schon überall, Leute. Ich weiß nicht genau, wo sie... Oma! Da bist du. Oma? Oma, was ist los mit dir? Oma, du siehst anders aus, als ich dich in Erinnerung habe. Oma, ist alles gut? Komm her, Junge! Du kriegst Prügel! Hey, Oma, was sind das für Hunde? Hau mal ab mit denen, Alter! Was ist denn los mit dir, Omi? Du kriegst selber Prügel! Oh Gott, Leute! Oh Gott, was ist denn mit Oma los? Und die hat einfach so einen Roboterhund jetzt auf einmal am Start. Aber was ist denn hier los mit den Leuten? Ey, Leute, ich hau hier mal lieber ab, Alter. Oma, ich ziehe aus. Das wollte ich damit noch einmal sagen. Ich muss mich jetzt selber durchkämpfen. Meine Oma ist komplett blemblem. Leute, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was mit meiner Oma los ist. Aber eventuell wisst ihr es ja. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ich muss mich jetzt selber durchprügeln. Und das alles nur, weil ich mit dieser Spraydose gegen die Wand gesprüht habe. Deswegen checkt eins von den Videos aus. Lasst ein Like und noch ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.